Gut, über den Efeu rüber. Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach. Das glaube ich. Metallarm. Guck's mal. Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach. Okay. Sogar der ist riesig. Die ist ja, wenn die... Vielleicht können wir jetzt auch mit dem Band jetzt hier... Ich bin besser vor... Ich bin besser... Bist vorsichtig mit dem Link. Okay. Nein, ich bin... Die Nagel kannst du hier auch nicht verwenden. Vielleicht den Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Mit dem Löffel. Das muss nicht gelöffelt. Das muss nicht. Aber der Tee dort drüben muss gelöffelt werden. Ich kann was da mal versuchen. Das muss nicht gelöffelt werden. Okay, damit nicht. Zimmer mit schleichendem Riesen. Da schläft ja jemand. Das ist wohl der Freund, den ich wecken soll. Nichts. Ich glaube, da müssen wir mal die Klinge hier anschmeißen. Riecht wie meine Modelleisenbahn. Mit bloßen Händen gehe ich da aber nicht dran. Okay, vielleicht mit einem Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Wie du meinst. Ich kann mal Pfeffer hier. Das braucht keine besondere. Ein bisschen in die Nase kitzeln. Das muss nicht gelöffelt werden. Ich dachte. Okay, hier vielleicht das Öl ein bisschen. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem. Die Serviette vielleicht. Riecht wie meine Modelleisenbahn. Mit bloßen Händen gehe ich da aber nicht dran. Okay, Serviette mit Öl. Silberfolie nützt. Ja, was nützt uns jetzt eine Serviette mit Öl? Ist ja Rippen. Das Gelenk ist eingerostet. Es bewegt sich nicht. Du musst es vielleicht einölen. So, jetzt flutscht es wieder. Na komm. Oh, sehr gut. Jetzt müsste der Kuckuck wieder eine Stimme haben. Oh, da ist was aus dem Uhrwerk gefallen. Ja. Naja, werden wir jetzt ist Uhr bestimmt machen. Kein wichtiges Teil. Es fliegt gleich die Uhr auseinander. Blasebalg. Sieht so aus, als ob das das Ding ist, das Kuckuck macht. Okay. Sogar der ist riesig. Schlüsselförmiges Uhrenteil. Das bringt nichts. 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 Tja, okay, müssen wir jetzt abwarten oder wie jetzt? Was muss jetzt passieren? Okay, hier können wir wohl nichts mehr machen. Okay, raus hier. Können wir die Uhr irgendwie stellen, oder? Das klappt so nicht. Okay. Wird an der Uhr gedreht. Die ist ja riesig, wenn die... Ein Stock bringt hier nichts. Ich will nicht warten. Wenn die Kli... Die ist, wenn die... Die ist... Na komm jetzt hier. Mal die Kuckucksbeine ein bisschen anschmeißen. Ein vorbeizuziehender Zug, der macht es nicht mehr lernen.
Weil der Zug scheint ihn mit nichts zu wecken. Okay. Das ist ein bisschen donnernd, der Lärm draußen. Vielleicht können wir jetzt mit dem Nagel hier... Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Tja. Das muss nicht gelöffelt werden. Ja. Ich bin besser vor. Die ist ja weg. Ja, was können wir hier machen? Ja. Das bringt nichts. Schokolade reinstopfen. Ich muss aufpassen. Tja. Dann bin ich im Moment überfragt. Hier gibt es auch einen Schlafplatz für kleine Leute. Leg dich hin und schlaf auch ein wenig. Okay. Tja. Wie kriegen wir die Uhr jetzt wieder zum Laufen? Mit welchem Gegenstand? Irgendein Gegenstand musst du doch helfen. Tja. Der Kuckuck. Der ist riesig. Der ist einfach nur riesig. Ansonsten bringt uns das auch nicht weiter. Ja. Nein, ich passe besser drauf auf. Ja, das wird klug sein. Tja. Also. Weit sind wir schon gekommen, das kriegen wir doch jetzt auch noch einen Stein liegen werfen. Das bringt nichts. Tja. Okay, das haben wir befestigt. Vielleicht können wir mit dem Öldings noch was machen. Eine Ölflexe sitzt weg. Drehknopf. Oh. Okay. Aufgewacht. Nicht wirklich. Oh Mann, er schläft immer noch. Hey, aufwachen. Au. Okay. Das hat ihn geweckt. Oh, das wollte ich nicht. Groß. Ich wollte nur ihre Uhr reparieren, um sie... Hat dein Lehrer gesagt, dass du das tun sollst? Nein, nein, wieso sollte... Alter Magier von Mausmund. Wie ich sehe, hat mein Schüler... Hast du ihm gesagt, dass er das tun soll? Nein, wirklich. Nun gut. Au, mein Kopf. Wartet eine Sekunde. Kleider zu gewohnen. Jeremias Haselnuss. Du bist also des Kaninchens neuer Zauberlehrling.
So sieht's aus. Anwärter, in der Tat. Oh, Sie sind also doch kein Geist. Nein, nicht direkt. Aromolena, der Magier von Mauswald, ist Meister des Aktivschlafs. Bartgeschwitz. Er geht sein wacher Geist auf Wanderschaft. Das ist ja ein Ding. Vielleicht kann er dich eines Tages in seiner Kunst unterweisen. Aro, den Namen hat lange niemand ausgesprochen. Es ist lange Zeit. Ach, die Züge hier, die sind doch nervig. Seit ein Schüler im Mauswald. Ich lache das ganz dicht. So lange. Wir sollten es uns etwas bequemer machen, alter Freund. Junger Haselnuss, wie ich höre, hast du dich im Mauswald schon als Baumläufer bewiesen. Deine nächste Prüfung wird es sein, die vier Portale vom Mauswald zu passieren. Die befinden sich wo? Wow, das klingt spannend. Doch zunächst musst du etwas zurückgeben. Was denn? Oh, das Buch. Aber ich glaube, du hast mein Buch. Oh, ja, die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Danke. Es ist sehr wertvoll für mich. Jetzt das wollen wir natürlich nicht behalten. Dich schreiben. Ich das ging ja noch zurück. Weißt du? Wer war das? Er kam mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern, warum. Nur ein Waldgeist. Ein guter Bekannter von mir. Aha. Du solltest dich ausruhen, Jerry. Es war ein langer Tag für dich. Allerdings. Leg dich erstmal ein wenig hin. Ich habe kranke Zwerge gesund gemacht. Ich habe einen Büffelfest organisiert. Und. Ich. Schon eingeschlafen. Und schon schläft er. Alter Freund, was um alles in der Welt tust du hier? Ich bilde einen Baumläufer aus. Das meine ich nicht. Ich sage das in aller Freundschaft. Es ist unmöglich, dass du hier bist. Glaub mir. Nichts ist unmöglich. Interessant. Du hast die ganze Nacht durchgeschlafen. Aber es ist doch Nacht. Ich vermisse mein Bett. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Deine nächste Prüfung wird es sein, die vier Portale von Mauswald zu passieren. Das sagtest du bald. Die Portale sollst du einen Zauber lernen. Okay. Du kannst von nun an jederzeit zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln, indem du auf einer Hängematte schläfst oder dieses magische Buch liest. Interessant. Du musst das Tag-Nacht-Wechselbuch rechts neben dem Inventar und zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln. Es kann dich stundenlang fesseln und so die Zeit im Nu verfliegen lassen. Da gibt's einige Bücher. Zurück zum Portalbaum, durch den wir nach Mauswald gekommen sind. Dort wirst du deinen ersten Zauber. Aha. Du hast doch sicher schon deine Karten, oder? Jerry? Ja. Ein paar. Weißt du, wie man Quartett spielt? Nein. Nein. Ich zeige dir. Weiß ich auch nicht. Neues Spiel, neues Glück. Du kannst mit deinen magischen Karten aus der Halle der Schüler auch spielen. Hier in Mauswald kennt man das Spiel unter dem Namen Quartett. In diesem Spiel gibt es acht Quartetten oder Familien. Und natürlich vier Karten pro Quartett. Solltest du noch nicht 32 Karten besitzen, wird dein Gegner dir Karten leihen, um das Spiel zu vervollständigen. Ziel des Spiels ist es, so viele vollständige Quartette wie möglich zu bekommen. Jeder Spieler beginnt mit 10 Karten. Die restlichen 12 Karten liegen verdeckt im Stapel und werden später aufgenommen. Also Uno ist mir bekannt. Andere Quartetts habe ich noch nicht so sehr gespielt. Aber nur nach Karten aus Quartetten, von denen du selbst eine Karte besitzt. Wähle zunächst die Familie und dann die Karte.
1, 2, 3 oder 4, nach der du fragen willst. Mal sehen. Okay. Dann frage ich doch mal miteinander nach einer Haselnusskraut. Das ist jetzt, glaube ich, für mich interessant. Ja, eine Zweier. Die Karte hast du ganz bestimmt. Hat dein Gegner die Karte, nach der du gefragt hast, nicht, dann musst du eine Karte vom Stapel nehmen und dein Gegner darf nach deinen Karten fragen. Hat dein Gegner die Karte, nach der du fragst, bekommst du die Karte und darfst weiterfragen. Ah, du siehst, okay. Es ist wichtig, sich zu merken, welche Karten man bereits gefragt oder welche Karten der Gegner dir bereits geklaut hat. Denn dann kannst du nahezu voraussagen, welche Karten er hat. Je besser dein Gedächtnis, desto größer stehen die Chancen zu gewinnen. Denk dran, das kann ja schlimm werden. Du kannst mit den Karten spielen, doch ihr wahrer Wert liegt nicht im Glücksspiel. Trotzdem, viel Glück. Das kann ja knifflig werden. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Okay. Jetzt habe ich drei von denen hier. Diese Karte ist leider futsch. Natürlich, jetzt hat er mir eine Karte geklaut. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Aha. Du bist an der Reihe. So, ja, dann fragen wir mal, ich suche ja vielleicht nach dem Lernen. Das könnte doch was werden. Die hat er bestimmt. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein! Oh, doch, hat er. Sehr schön. Und seine Karte geklaut. Na dann. Hiervon. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ach, das hätte nichts. Ich wissen können. Ach du Schande. Karte aufnehmen. Okay. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wenn es keine Karten mehr hat, der hat verloren oder wie? Wer am Ende die meisten Karten hat, der hat. Fragen wir doch mal nach denen hier, die habe ich auch sehr oft. Die Karte, die hast du bestimmt. Upgrade. Upgrade? Karte aufnehmen. Was? Oh, ja. Wir haben vier Karten, ja, genau. So war das ja, das stimmt. Die das Karte war. Wollte ich eh nicht haben. Das ist deine eigene Karte. Gegner fragt nach Karte. Stimmt, wir müssen jetzt. Wir müssen vier gleiche Karten sammeln, sofort. Das kommt jetzt. Du bist an der Reihe. Ah, ja, genau. Dann fragen wir mal hier die Lina, ne? Da brauchen wir ja noch welche. Ich brauche eine Lina, ne? Eine Zweier. Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Oh, sehr gut. Haben wir gleich ein Quartett. Dann frage ich nochmal. Nach dieser Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut, dann haben wir wieder ein Quartett. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ja, hier die Steinsding ist, die kann man. Die müssen auch freischalten. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, verflixt. Ach, Mist. Karte aufnehmen. Sieht gut aus für uns. Den hat auch kein Quartett. Schade. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Ach, Mist. So werden wir auch kein Quartett mehr bekommen. Nächstes Mal. Okay, und die Steindinger, die kriegen wir noch vollständig. Danach haben wir doch schon gefragt. Vielleicht hat sie jetzt. Hast du ganz bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Oh, jetzt haben wir ein Quartett. Quartett. Sehr gut, jetzt habe ich noch zwei Karten. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Und er hat ziemlich viele Karten. Komm, er hat erst ein Quartett. Wir haben gleich vier Quartetts. Ich frag mal danach. Die brauchen wir alle drei noch. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Dann geht's danach. Die sieht hübsch aus. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen, wundervoll. Welche Karte du da hast. Das hier. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Sehr gut, dann brauchen mal wir noch sehen, eine. Welche Karte du da hast. Die letzte hast du auch noch. Die Karte, die hast du bestimmt. Das ist hochgepokert, aber. Wunderbar.
Nice. Quartett. Mal sehen, und das letzte. Karte du da hast. Das kriegen wir jetzt auch noch voll. So, das hast die du. Karte, die hast du bestimmt. Na komm. Sehr schön. Sehr gut. Mal sehen. Na, die letzte Karte hast du jetzt die auch Karte, noch. Die hast das du bestimmt. Jetzt skandalös. Sehr gut. Oh, gewonnen. Quartett. Uno. Spiel vorbei. Gewonnen. Haben wir es geschafft. Den Meister geschlagen. Das ist gar nicht so leicht. Hier in Mauswald spielt man gerne Karten. Wenn die Mauswalder deine Karten sehen, werden sie Feuer und Flamme sein, mit dir zu spielen. Außerdem kannst ja, du gut. Karten finden. Ich so kann gern darauf verzichten. Diese hier. Das ist ja Mama. In der Tat. Bedenke, es gibt 4 Karten in jedem Quartett, so wie es 4 Portalbäume gibt. Aha, verstehe. Verbunden. Wo sie liegen, kann dir diese Sternenkarte zeigen. Deine Mutter ist die 2. Spielkarte deines Quartetts. Und mein Vater und die Tochter. Du wirst meine Worte früh genug verstehen. Und dann vielleicht ist er ja mein Vater. Ändern. Ein verschollen geglaubter Vater. Das wäre, ja, das wäre eine... Hat wäre ja meine Lösung. Spannendes Buch. Ja, wenn man so ein spannendes Buch liest, da kenne ich einige. Von der kann man auch den ganzen Tag mit verbringen. Ein magisches Quartett. Kartenquartett. Noch einmal? Gern. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Das abbrechen, 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 abbrechen. Du bist an der Reihe. Muss jetzt, okay, jetzt muss ich nochmal. Oder? Nee, abbrechen. Doch nicht. Ein Buch lesen? Schon ist wieder Tag. Nachts unterwegs sein ist jetzt keine so gute Idee. Da sind dann die ganzen Krähen aktiv. Nordkratz. Oha. Ganz genau wie ich es mag. Wie lange brauche ich weg? Neues Werkzeug blitzen lassen. Eine Katzenstatue. Hallo Igelbrüder. Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, nein, man muss trotzdem mit Erz schreinern. Erst muss skizziert und vermessen werden. Ja, man arbeitet einfach drauf los. Spontan sein, das hilft. Mit Säge, Hammer, Nägeln, Farbe. Aber erst, nachdem man ausgiebig geplant hat. Sonst wird das doch nichts. Aber so plant man sich doch den Spaß weg. Ohne Spaß macht es doch gar keinen Spaß. Allerdings. Ganz ohne Spaß meine ich doch auch gar nicht. Ach nein? Selbst wenn man mit Ernsthaftigkeit bei der Sache ist, selbst dann macht es doch ab und zu Spaß. Allerdings. Besonders, das wenn man mit jemandem wie dir zusammenarbeiten kann, Bruder Herz. Oh, das hast du schön gesagt. Okay. Dann fliegen wir den Portalbaum. Mit dem wir weiterkommen. Herr Küchenmaus und Sohn, seid gegrüßt. Oha! Wen haben wir denn hier? Zwielichtige Gestalt. Hattest du schon einmal einen dieser Tage, an dem einfach alles schief ging? Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Ich wette, Mauswald wird bald sehr viel Heilung brauchen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Sicher. Das klingt nicht sehr... Seltsamer Kerl. Das klingt nicht sehr vertrauenswürdig. Wir werden die Lösung sein. Ja. Ja. Ein Feind im Federkleid hat eure Rücklagen gefressen. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um eine Lösung für deine Geldprobleme zu finden. Und dann braucht es nur deine Unterschrift.
nur deine Unterschrift. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Die fiesen Makler und Finanzbeamten. Oh wei. Die Katzenstatuen sind jetzt auch überall verteilt. Die Fußstatuen. Sorry. Oh. Ja, hier hat sich einiges verändert. Seit wir zu dem Meister gegangen sind. Zum Zaubermeister. Okay, Weg zum Portalbaum. Da sollen wir hindurch. Oha. Komm zu uns. Da wird schon auf uns gewartet. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, ich befürchte es. Doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend. Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Aha. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junger Schüler. Oha. Lada. Na dann ab durchs Portal. In eine andere Welt. Wusch. Da treten wir ein in die neue Welt. In die alte Welt. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Da ist doch die Kröte. Fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Okay. Er spricht. Er sagt. Hm. Der Specht sagt. Und der Specht sagt also. Hm. Okay, ich würde mal sagen, ich beende diese Aufnahme in dieser Stunde. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Ja, glaube ich, noch umsonst sich gefallen haben. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Okay, in diesem Sinne. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.